Hi Leute, ich wollte einfach bloß ganz kurz eine Information rausgeben, warum ich nochmal die Centaur-Klasse neu hochgeladen habe, weil es war ganz einfach so, das Video sah absolut grottig aus und das Mikrofon war viel zu leise und so weiter und so fort. Es hat mir absolut nicht gefallen und da habe ich mich gestern dann kurzerhand entschlossen. Ich habe dann wirklich richtig reingeguckt und denke mir so, was hast du da für eine Scheiße produziert und habe sofort auf privat gestellt. Und ja, der Grund ist ganz einfach der, das war eine Qualität, die will ich so auf gar keinen Fall mehr abliefern. Und wie gesagt, es sah richtig scheiße aus und hörte sich in meinen Ohren auch scheiße an. Ja, es war halt wirklich der Qualität, die ich euch liefern kann, nicht würdig. Vor allen Dingen nicht hier durch meine neue Kamera. Wir haben sie, besser gesagt, ich habe sie Zoe getauft. Das war ja eigentlich ein Witz, den Jan beim Adventskalender gemacht hat. Ich habe mich jetzt zu entschlossen, ich habe meine Kamera so getauft. Ich bin schon stolz auf die. Und das ist einer der anderen Gründe, warum ich halt gedacht habe, Leute, die Qualität ging ja mal gar nicht klar. Ich habe es jetzt nochmal neu aufgenommen. Ich hoffe jetzt, vor allen Dingen was das Mikrofon angeht, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt nicht vielleicht ein bisschen übersteuere und so. Werden wir gleich sehen. Ich bin halt aber der Meinung, dass ich jetzt euch ein besseres Video liefern kann. Punkt. Und deswegen habe ich jetzt hier komplett nochmal die Centaur neu aufgenommen. Ja, ich bin gerade fertig geworden mit der Aufnahme, muss jetzt noch schneiden und rendern. Nichtsdestotrotz, das ist erstmal die Erklärung, warum die Centaur nochmal neu kommt. Da gibt es noch einen anderen Haken. Und zwar muss ich sagen, mir fehlt irgendwie was in der Raumschiffsammlung. Es fehlt so dieser Schliff, dass das wirklich so ein richtig gutes Video wird. Ich weiß nicht, was es ist. Es gibt einfach irgendwas, was mich stört an dem Video. Und ich weiß nicht so richtig, was es ist. Ich habe schon so drüber nachgedacht. Zum Beispiel jetzt hier die Centaur hätte ich zum Beispiel gut mit der Excelsior, mit der Miranda-Klasse, die wir in der Raumschiffsammlung haben, hätte vergleichen können. Habe ich aber nicht getan, weil das hat zwei Gründe. Erstens, ich packe die Schiffe immer wieder zurück. Nachdem ich sie reviewed habe, packe ich sie wieder zurück in ihre Originalverpackung. Und dann habe ich hier nämlich neben mir eine Kiste stehen, wo die alle drin gelagert sind. Weil ich habe einfach nicht den Platz, die alle in einem Regal vernünftig aufzubauen. Deswegen habe ich hier meine Kiste, wo ich die alle drin habe. Und ich will euch die Ecke jetzt gerade nicht zeigen, weil hier stehen wieder 100.000 Kartons rum von der NX01 Refit. Die kriege ich nicht in die Kiste drin, weil die ist zu groß und die Kiste ist voll. Und hier von der neuesten Lieferung, der Pappkarton steht hier auch noch neben mir rum. Aber ja, das ist einer der Gründe, warum ich das nicht mache. Aber ich bin halt überlegen, das doch mal durchzusetzen, dass ich die Schiffe mit anderen Schiffen vergleiche. Und das andere, was ich so gedacht habe, vielleicht so ein bisschen, ja, eine musikalische Unterstützung oder sowas. Aber ich habe da halt nicht. Ich gebe zu, meine Musikauswahl ist immer schäbig. Das sind halt so die zwei Sachen, wo ich mir immer denke, das könnte man mit reinbringen. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Aber das ist jetzt nur eine Sache, die ich jetzt erwähnen wollte. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge zur Raumschiffsammlung habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich möchte einfach, dass das besser wird, dass das. Ich möchte schon fast sagen, moderner wirkt. Ich weiß irgendwie. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Und irgendwie in 2 Jahren hat sich da nicht wirklich viel getan. Nur die Kameras haben sich geändert und ich hatte letztens einen Kommentar. Was heißt letztens? Ich habe vor ewigen Zeiten mal einen Kommentar bekommen. Geh mal ein bisschen mehr auf den Paintjob ein und was ist Metall und sowas. Das habe ich gerne vergessen. Ja, mein Kommentatoren-Style hat sich hoffentlich ein wenig verbessert, aber es ist halt, es fehlt der Schliff. Es fehlt das Körnchen zum. Und wenn ihr mir da jetzt sagen könnt, was ihr noch verbessern wollen würdet, wäre das echt toll. Aber jetzt machen wir erstmal weiter im Hauptprogramm mit der Centaur und was ich halt noch so bekommen habe. Ne? Ich sage nur Klingonenschiff und ich sage nur noch eine andere Kleinigkeit. Also, bis dahin. Viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und ich habe hier Ausgabe Nummer 53 in der Hand. Ein Schiff, welches ich komplett vergessen habe, weil das nur so ganz kurz am kleinen Rande von Star Trek Enterprise aufgetaucht ist. Und zwar in der Episode, wo sie erklären, warum die Klingonen eigentlich keine Stirnrunzeln haben in TOS. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht auswendig, ich weiß bloß, es war in der vierten Staffel. Es ist das klingonische Augment-Schiff. Ja, ich meine, why the hell not? Ich will meine Dekür haben. Okay, Typ Klingonenschiff. Ich habe gedacht, das ist eindeutig ein Delta-Quadrant-Raum. Ich weiß nicht, irgendein Kazon Raider oder so. Nein. Stapellauf im 22. Jahrhundert, Länge 70 Meter. Bewaffnung Disruptoren. Das Ding hat nicht mal Torpedos? Dann steht hier unten gleich als nächstes Torpedowerfer. Also, Typ Klingonenschiff, Einsatzzeit 22. Jahrhundert, Länge 70 Meter, geschätzt. Warum steht da eigentlich jedes Mal geschätzt? Ihr habt fucking Sensoren, womit ihr das Ding analysieren könnt. Das stimmt schon, wenn da steht 70 Meter. Höchstgeschwindigkeit Warp 5, Besatzung 5, Standard Disruptor, Verteidigung Disruptionspanzer. What? Okay, kommt der Voyager Technobrabbel etwa schon bei Enterprise vor? Kann schon sein. Bewaffnung Disruptorkanonen und Torpedowerfer. Ja, die als Standard. Jetzt gucken wir doch mal, was steht denn da? Also, im Jahr 2154 nutzen die Klingonen ein kleines, wendiges Kriegsschiff, um die NX-01 anzugreifen. Ja, na gut, ich habe die Folge gesehen, ich schätze mal, die meisten von euch haben die Folge auch gesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues und blättern wir weiter. Hier sehen wir das Schiff im Einsatz hier unten. Es war halt wirklich, man hat das hier zweimal auf die Enterprise schießen sehen, dann kamen die Augment-Klingonen an Bord und dann gab es ein... Ja, ich will nicht alles spoilern, mir ist letztens beim Livestream leider ein Fehler passiert, wo ich jemanden eine Deep Space Nine Folge gespoilert habe. Ja. Deswegen, ich hoffe, ihr kennt alle die Folge. Sagen wir es mal so. Letztens bin ich an den Soundtrack von der Episode rangekommen. Ich kann bloß sagen, er ist awesome. Jedenfalls der Schluss von der Folge. Wenn dann halt da was passiert, um den Cliffhanger einzuleiten. Ich mag die Musik am Ende der Folge wirklich sehr. So, dann lass uns mal weiter gucken. Es sieht einfach aus wie irgendwie eine Abart des klingonischen Birds of Prey. Oh, da steht was. Die Klingonen benutzt im 22. Jahrhundert eine ganze Reihe verschiedener Typen. Dazu gehörten der D5-Schlagkreuzer, der Bird of Prey, das Aufklärungsschiff der Raptor-Klasse, ein Transportschiff, das etwa 60 Passagiere tragen konnte und ein kleineres Ein-Mann- Aufklärungsschiff wie das mit dem Klang, ja, im Jahr 2151 auf der Erde Bruch landete. Ja, was ist das jetzt da für ein Schiff? Ist wohl wahrscheinlich auch bloß ein Aufklärungsschiff. Das ist halt das, was mich so verwirrt. Wir haben den Raptor, wir haben den Bird of Prey, wir haben das Ding. Wie viele kleinere Schiffe hatten die Klingonen im 22. Jahrhundert? Egal. Wie gesagt, ich finde das Klingonenschiff hier etwas, ich möchte schon fast sagen, sinnlos, um ganz ehrlich zu sein. Das ist wirklich das Design des klingonischen Angriffsschiffs. Klingonisches Angriffsschiff, so wird das genannt. Hey, cool, das ist doch Vorläufer vom Jemadar-Angriffsschiff oder was? What the fuck? Warum gibt's das Schiff überhaupt? Ehrlich, die hätten einfach den Raptor wieder verwenden können. Bumm, fertig wär's gewesen. Nein, wir mussten unbedingt unser CGI-Budget für ein neues Schiff ausgeben, weil wir haben noch CGI-Budget über, oder wie? Skip mal einfach. Die rätselhafte Stirn der Klingonen, ja. Okay, das habe ich bis heute eigentlich nie verstanden. Warum haben Kenkor und Koloff in Deep Space Nine Stirnrunzeln bekommen? Ja, ich weiß, das war in TOS Make-up technisch nicht möglich, weil es zu teuer gewesen wäre, die Stirnrunzeln herzustellen, aber irritiert mich immer ein bisschen. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, das ist eine interessante Abhandlung, die werde ich mir definitiv mal zu Gemüte führen, aber ja, finde ich eine interessante Wahl. Also hatten die definitiv das Augment-Virus, die Dreie,
Und sind dann im 24. Jahrhundert davon geheilt worden, oder wie? Ha. Wäre logisch. Aber gleichzeitig auch wieder nicht. Whatever. Lass uns weiter gucken. Oder hatten sie sich gedacht, oh, wir gehen mal zur plastischen Chirurgie, um ein ehrenhaftes Bild zu haben? Keine Ahnung. Was auch immer. Ja, hier geht es wohl wirklich nur darum, wie so die Klingonen in TOS keine Stirnrunzeln haben. Ja, guckt euch die Folge an, dann wisst ihr es. Ich bin gerade leicht gelangweilt, kann das sein? Eigentlich war ich auf das Schiff zum Beispiel gehypt. Ich bin jetzt auf Februar und März sehr gehypt, weil da kriegen wir die letzten beiden. Nee, halt. Da fehlt noch ein Schiff, fällt mir gerade ein. Also wir kriegen jetzt als nächstes die Steamrunner-Klasse, dann kriegen wir im März die Sabre-Klasse und irgendwann, ich weiß nicht, ob es gleich noch im April ist oder ob wir es erst später kriegen, dann kriegt man ja noch die Norway. Ja, Steamrunner und Sabre-Klasse kriegen wir jetzt auf jeden Fall Anfang des Jahres und ich freue mich schon riesig drauf. Und nach der Steamrunner kriegen wir endlich meine Dukure-Klasse, mein Lieblings-Vulkanier-Schiff. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Aber jetzt lass uns erstmal gucken. Erster Auftritt, die Heimsuchung. So hieß die Folge, genau. Entworfen von John Eves für Star Trek Enterprise. Wichtige Auftritte, die Heimsuchung, die Abweichung. Ja, wie gesagt, ersetzt einfach durch einen Raptor, gut ist. James Avery, Bild unten. Wir haben hier zwei Bilder mit jeweils drei Männern drauf. Ich schätze mal, ihr geht von den Klingonen auf aus. Hatte einen Gastauftritt als General Kovach. Kovach, ich glaube schon. In den beiden Episoden die Heimsuchung und die Abweichung. Das ist nicht der General, das ist der Arzt, mit dem Dr. Phlox zusammengearbeitet hat. Merkwürdig. Ist das ein Wechselbalg? Ich glaube schon. Avery wurde bekannt mit seiner Rolle als Philip Banks, der reiche Onkel von Will Smiths Charakter in Der Prinz von Bel-Air. Der dicke Onkel? Echt jetzt? Ach krass, ich habe früher Prinz von Bel-Air geguckt. Ich bin auch ein kleiner Will Smith-Fan. Das ist ja geil. Wusste ich nicht, das ist cool. John Schuck, der in den Schuckerstrecke, ja, in den beiden, in den Episoden den klingonischen Arzt Dr. Antak spielt, war als klingonischer Botschafter in dem Film Star Trek 4. Der Typ, der sich aufregen durfte. Wir werden, wenn Kirk uns nicht ausgeliefert wird, dann gibt es Krieg. Den Vogel meint er wohl, ha? Zurück in die Gegenwart und Star Trek 6, das unentdeckte Land, sowie als Legat Parn in der Deep Space Nine Episode Der Marquis Teil 2 zu sehen. Ach, der Marquis, der dann zu Cisco gegangen ist wegen Dukat. Ja, ich erinnere mich. Interessant. Und trotzdem ist das hier nicht der Onkel von Will Smith. Das ist immer noch der andere Typ, über den wir eben zuletzt gelesen haben. Na egal. Oh, noch irgend so ein Typen, der Family Guy erschaffen hat und großer Star Trek-Fan ist, hat in der Episode Die Heimsuche einen kleinen Gastauftritt als Rivers, einer der Bordingenieure der Columbia NX-02. Unten rechts im Bild. Ach, der sich beschweren durfte. Das ist aber nicht in der toleranten Norm. Interessant. In der Deep Space Nine Episode immer die Last mit den Tribbles überlegten Chief O'Brien und Dr. Bashir, warum die Klingonen in Kirks Zeiten glatte Schädel hatten. O'Brien vermutete genetische Modifikation, während Dr. Bashir an eine von Viren verursachte Epidemie denkt. Wie die Episode die Heimsuchung zeigt, hatten beide recht. Ist ja interessant. Das wusste ich jetzt nicht. Den genauen Wortlaut kannte ich jetzt nicht. Ich wusste bloß, dass einer von beiden recht hatte. Anscheinend hatten das so beide recht. Ja, interessant. Ist bestimmt nicht zufällig passiert. Das ist bestimmt ein Easter Egg, hundertprozentig. Hier haben wir nochmal das Klingonenschiff von oben. Yay. Und wir sehen uns dann gleich beim Modell wieder. Yay. Hier steht etwas von einem klingonischen Attack-Ship. Und da unten liegt es. Und ja. Alter, ist das leicht. Die Warp-Gondeln, also nicht die Gondeln hier, die Flügel scheinen eine metallene Part zu sein.
Und der Körper, der Aufsatz hier vorne ist Metall, das ist Metall. Quatsch. Das ist Plastik, das ist Plastik. Ach du Schande. Interessant. Wir haben hier eine rote Plastik. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Da scheint Lack drauf. Ja, Tatsache, da haben sie Lack drauf gemacht. Das ist ja interessant. Gut, kommen wir gleich zu. Also, der Diecast-metallene Part sind wohl hier die Flügel und der Hauptkörper des Schiffes. Und der Rest ist Plastik. Hier der Aufsatz. Ja, sieht man hier sogar. Hier ist wieder der Rand. Oh, entschuldige bitte. Hier ist wieder der Rand. Ja, also der Aufsatz hier ist Plastik. Die Kanonen fühlen sich an wie Plastik. Ja, aber ansonsten, das Ding ist sowas von leicht. Oh, interessant. Wir haben hier hinten, ich hoffe, ihr könnt sehen, haben wir rote Plastik bekommen. So, entschuldige bitte, jetzt konzentrieren wir uns durch das Display auf das Modell. Jetzt geht die Detailsuche los und ja, alles im einen. Also, ich will bloß mal ganz kurz eins sagen. Bevor wir anfangen, die grundsätzliche Lackierung, die man hier gewählt hat, gefällt mir nicht sonderlich. Das ist so ein Dschungelgrün. Ich will es bloß mal ganz kurz zeigen. Moment, das ist die Centaur. Hier haben wir das klingonische Angriffsschiff. Wenn wir hier uns mal das CGI-Modell angucken, im Gegensatz zu dem klingonischen. Entschuldigung, jetzt bin ich vorhin in die Kamera gekommen. Wenn wir das mal so vergleichen, der grundsätzliche Lack ist für mich nicht so der Bringer. Muss ich ehrlich sagen, ist total. Ist ein Schuss vorbei. Ja. Nee, wieso? Lack gefällt mir nicht so richtig. Mir fällt jetzt hier schon zum Beispiel schon mal gleich am Anfang ein negatives Detail auf. Und zwar der Deflektor hier vorne. Ihr seht es hier so ganz schwach. Müsste eigentlich heller grünlich leuchten, tut er nicht. Wir haben hier vorne diesen Cockpit-Bereich. Wartet mal ganz kurz, ich versuche das mal ein bisschen schärfer zu machen. Ja, ich glaube, jetzt seht ihr das. Da ist da eine rote Plastik. Ja, Tatsache, da haben sie ein roten Kunststoff reingemacht. Coole Sache. Und hier diese Generatorgitter haben sie auch eine rote Plastik genommen, einen roten Kunststoff, wie ist das halbdurchsichtige, was wir erkennen. Und dann haben sie hier oben drüber einen Paintjob gemacht, dass das halt, ich sage mal, dass die Höhenfarbe über den Generator ist, dass das sich reinblendet, wenn das einen Sinn macht, was ich hier gerade sage. Gefällt mir eigentlich, sieht bloß ein bisschen blöd aus, weil hier oben haben sie das halt nicht richtig hinbekommen oder haben sie nicht richtig gemacht? Ja. Aber gefällt mir irgendwie. Sieht nicht schlecht aus. Dafür haben wir hier, sieht man ja hier noch auf dem Heft, es ist höchstwahrscheinlich das Warp-Triebwerk. Ja, da fehlt einfach mal ganz hart ein Detail und man hat hier einfach bloß ganz klar den Lack draufgehauen. Ja, okay. ja, jetzt lasst uns mal hier von hinten gucken. Da ist mir eben schon aufgefallen, wir haben hier auch wieder roten Kunststoff bekommen, was mir doch sehr gefällt. Ja, und hier unten geht jetzt nicht wirklich viel ab. Ja, hier haben wir die Disruptor-Kanonen, die sehr, sehr cool aussehen, muss ich ehrlich mal so sagen. Also alles in allem muss ich mal sagen, vom Grundsätzlichen, von der Form her, mit der man die Teile gegossen hat, die dann zusammengesetzt diesen dieses Angriffsschiff ergeben. Detailreich ist das Schiff auf jeden Fall. Wir haben hier wieder dieses Federmuster auf den Flügeln. Wir haben hier den Rand, der ja, wo man hier diese Spalten drin hat, sagen wir es einfach mal so. Wir haben hier diesen Steg, den man ja öfter hat bei klingonischen Raumschiffen, zum Beispiel im Bird of Prey aus der Archer-Ära. Klingonenschiffe haben ja diesen Steg öfter. Habe ich den Satz gerettet? Ich glaube nicht. Es klingt immer noch wie riesiges Kauderwelsch, aber der ist auf jeden Fall da. Die Disruptor-Kanone. Ja, wir haben hier eine schöne Spitze. Wir haben hier ein sehr interessantes Detail, nochmal wie so ein Flügelchen. Interessant, interessant. Ja, guck mal, hier haben wir auch mal ein paar Details. Ja, hier haben wir nochmal ein Riffelmuster. Ja, der Deflektor ist hier auch da. Ja, und der Brückenkopf, da haben wir. Ja, also detailreich ist es. Hier haben wir nochmal die Federn. Hier haben wir auch nochmal irgendein Gitter, irgendein Grill. Ja, da werden bestimmt die Targs gegrillt, Lutz. Alles klar.
Ja, oh, hier vorne der Kopf. Auch sehr schön. Das könnte hier glatt irgendwie so ein Rohr sein, irgendein Deuterium-Tank oder sowas, keine Ahnung. Aber als solches, die grundsätzliche Dingsform hier des Schiffes, womit man die Teile gemacht hat, ist sehr, sehr detailliert und eigentlich nicht mal schlecht. Es ist der Paintjob. Wir haben hier, ich hoffe, ich kriege das nochmal so ein bisschen ins Bild. Wupp, bisschen schärfer. Wir haben hier halt ein, ja, ich weiß nicht so recht, es sieht für mich nicht unbedingt aus wie ein Aztec-Pattern, vor allem wenn ich mal hier vorne gucke. Es soll Verschleiß darstellen. Das fällt nicht so auf, finde ich. Das Grün ist viel zu dunkel, dass das halt diesen Verschleiß auf der Hülle schluckt. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nicht schlecht, weil wenn man es zu deutlich sieht, es ist nicht der gesunde Mittelweg. Es ist ein Schlag zu dunkel, oh, beziehungsweise der Paintjob für den Höhlenverschleiß ist ein wenig zu hell. Ja, aber ja, im ersten Moment habe ich gedacht, dass es einfach bloß grüner Lack fertig ist, aber ist es nicht. Wir haben hier sieht man das besser, soll halt Beulen und weiß was ich, Dreck und vielleicht auch einfach bloß, dass da der Lack abgekratzt ist durch Meteoriteneinschlag oder so, dass das halt darstellen. Man sieht es hier, ja. Als solches eigentlich dieses Weathering, der Verschleiß, eigentlich cool dargestellt, nur fällt halt nicht so auf. Und dann halt wirklich Details wie hier. Oh doch, doch, Leute, hier ist doch. Ich habe das jetzt. Wupp, doch, ihr könnt sehen. Hier ist doch ein Gitter drauf. Ja, hier ist, ihr seht es hier am Rand, da ist doch ein Gitter drauf. Aber dadurch, dass hier Paintjob fehlt, fällt es nicht auf. Also sagen wir es mal anders, dadurch, dass die hier nicht das noch extra hellgrün eingezeichnet haben, geht das total unter. Also es hätte hier auf dem Heft, das seht ihr bloß gerade so leicht unscharf, ist das hier halt nochmal so hellgrün. Oh, wartet. Fokus, Fokus, Fokus. Ah, jetzt. Ja, es fällt halt nicht auf, dass hier nochmal so ein Gitter drauf ist. Weil Paintjob halt. Haben sie nicht dran gedacht, das irgendwie noch gr heller grünlich darzustellen, dass das der Warp-Antrieb ist, dass das hier die Warp-Gondel ist. Ah, genauso wie hier vorne bei dem Reflektor. Bloß den sieht man halt, weil größer und offensichtlicher. Und hier haben wir auch nochmal zwei Spitzen. Oh, entschuldigt bitte. Hier haben wir auch nochmal zwei Spitzen. Glaub, ist das. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist kein Modell, das ist ein Pommes-Spießer. Was? Nicht lustig? Okay, entschuldigt bitte. Also ich muss sagen. Das ist so ähnlich wie, eine Sekunde. Das Schiff ist so ähnlich wie der Marquis Raider. Wer sich da noch dran erinnern kann, da saß ich ja auch da und da habe mir so gedacht, ja, der Paintjob macht's nicht. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich mit dem Teil auch. Das ist so, ja, und was, jetzt mal ganz ehrlich, ich denke jetzt mal nicht, dass das so viel Arbeit gemacht hätte und dass das so teuer gewesen wäre, wenn man hier halt den Deflektor grünlich, heller, grünlicher dargestellt hätte und den Warp-Antrieb. Also das sagt, ja. Bei der Centaur war es nicht so schlimm. Bei dem Klingonschiff ist einfach das Grün so intensiv, dass es Details verschluckt. Wie halt hier die Warp-Gondel. Und hier der Deflektor sieht so plastisch aus. Überzeugt mich nicht so richtig, das Modell. Ist nicht so mein Favorit. Ist ähnlich wie der Marquis Raider. Ja, schade. Aber okay. Ja, was ich dem Schiff echt zugute halte, das grundsätzliche Modell hat sehr, sehr viele Details, muss man mal so sagen. Ja, na gut, okay. Es ist halt wie das Studiomodell, was sie da extra gemacht haben für die eine Episode. Schön, dass sie dabei sind. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Details sind sehr, sehr schön und der Ständer gefällt mir eigentlich auch. Ist das Schiff ist eigentlich relativ sicher. Ja, hat ein bisschen Spiel. Dass der Paintjob ironischerweise nicht so beschädigt wird, finde ich nicht schlecht, aber es hält trotzdem noch stabil. Das sieht wackeliger aus bei euch, als es ist, weil es rutscht die erstens weg. Wartet mal, ich halte meinen Finger drauf. Das sitzt halt doch relativ fest hier drinnen. Es bewegt sich halt hier nur so ein bisschen. Ich kann es.
es rausziehen ist relativ schwerer, als es nach links und rechts zu kippen. Also der Ständer gefällt mir auch gut. Fassen wir es einfach so zusammen. Der Ständer gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Ja. Okay. Man muss ja auch nicht immer alles über den Klee loben. Das Schiff ist halt, ja, ist halt nicht ganz so gelungen. Es ist trotzdem ein schönes Schiff. Also ich meine, wir haben das Schiff so noch nicht bekommen. Ich glaube, es gibt gewisse Resenbausätze, die, weiß ich jetzt nicht, ob es Resenbausätze davon gibt. Ich weiß es vom Archer Bird of Prey, also vom Early Bob, vom Enterprise Bird of Prey und vom D4 glaube ich auch und D5, weiß ich jetzt nicht, D5 kann auch sein. Das Schiff, glaube ich, könnte sein, dass es auch mit dabei ist. Es ist, ja, für jemanden, der Klingonen-Fan ist und jedes Klingonenschiff sammelt, ich denke mal, der freut sich hier drauf. Ich mag Klingonen, ohne Frage. Ich mag Archer. Ich mag Archer. Also wenn ich jetzt Archer sage, meine ich Enterprise-Ära, ja. Das ist so unser Jargon. Wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalte, sage ich auch nicht. Sage ich meistens nicht, jetzt kommt Enterprise, jetzt sage ich, jetzt kommt Archer. Also entschuldige bitte, wenn ich da jetzt immer zu Archer gesagt habe. Es ist unser Jargon. Nee, aber. Ja, für einen Klingon-Liebhaber, der freut sich jetzt bestimmt, aber ja, die Umsetzung ist ein bisschen hakelig, sag ich mal. Egal, wir sehen uns also das nächste Mal wieder mit einem Shuttle-Schiff. Bis dahin, Schausen.